Dieses Soundbeispiel soll verdeutlichen den Unterschied zum iMac Ende 2015 mit integriertem Mikrofon gegenüber dem Shure MV88 Plus Mikrofon. Kannst du also eindeutig sehen, ich nutze jetzt hier das integrierte Mikrofon vom iMac und ich werde gleich switchen zum Shure MV88 Plus. Jetzt nun der Unterschied, du kannst ja also sehr gut im Setting sehen, das Shure MV88 Plus Mikrofon ist angeschlossen und genau das verwende ich jetzt. Ich bin natürlich selber gespannt, wie gut kann man diesen Unterschied hören. Ich sitze also weiterhin mit gleichem Abstand vom Mac, das Mikrofon hat ebenfalls den gleichen Abstand, sind also die gleichen Gegebenheiten vorhanden wie auch beim integrierten Mikrofon vom Mac. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Ein Meer zwischen mir und dem, der ich war. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Ein Meer zwischen mir und dem, der ich war. Ich will ein Ozean. Ich will ein Ozean. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Ein Meer zwischen mir und dem, der ich war. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit, ein Meer zwischen mir und dem, der ich war. Ich will ein Ozean. Ich will ein Ozean. Das ist perfekt für diese Windsituation. Ich fühle jetzt den Pad nochmal mit dem iPhone Pro und dem Shure MV88. Achtung dabei, das Windjammer. Da bin ich auf das Ergebnis natürlich massiv gespannt, wie das im Vergleich zu den anderen Soundbeispielen halt ausfällt. Das soll es auch zum Thema Wind gewesen sein. Ich freue mich natürlich selbst auf das Ergebnis. Ein letztes Soundbeispiel habe ich noch für dich, und zwar nehme ich diese Videosequenz mit dem iPhone 11 Pro und dem integrierten Mikrofon auf. Ich habe hier einen Abstand, der bei ca. 40 cm liegt, und gleich werde ich einfach mal umschwenken auf das Shure MV88 Plus Mikrofon.
So, gleiche Voraussetzung, diesmal nur das Shure MV88 Plus Mikrofon, was jetzt mit dem iPhone 11 Pro connected ist. Wieder der gleiche Abstand, alles die gleichen Voraussetzungen. Und an dieser Stelle möchte ich dich einfach bitten, auch zum Abschluss zu diesen ganzen Soundbeispielen, ich würde mich jetzt freuen, wenn du das einfach mal kommentierst und ja, deine Meinung dazu äußerst. Ich freue mich definitiv auf deinen Kommentar.